Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tearaway Unfolded. So, wir haben endlich unsere Mongo wieder. Das heißt, wir können wieder loslegen. Bleibt stehen. Was? Oh, da geht's ja einfach weiter. Na, warte. Nein, Hundi ist wieder weg, glaube ich. Verdammt, nein, da ist Hundi. Yeah. Oh, das ist Mini-Wendigo, oder? Ups. Bleib doch drauf, du Mongo-Hund.
Diese, früher war so ruhig und dann kam die Quadratplage. Wer wird uns davor befreien? Ich. Ja, der Benigo rennt auf. Na, dann leb wohl, Mongo. Die Spuren verwischt. Vielleicht verstecken sich ja alle hier. Wer weiß das schon? Niemand außer ich. Denn ich weiß alles. Denn ich bin Iota. Oder Idiota. Guck mal, ich zeig dir mal, wie. Oh, geht gar nicht. Ich kann dir mal wie das gar nicht zeigen. Naja. Also. So ein Gestank! Das ist es ganz sicher. Nach euch. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus. Ich sehe immer verdammt gut aus. So ist es doch schon viel besser. Kurz mal das Mic neu umplatziert. So. Ich hoffe, ihr hört mich natürlich noch. Ich hab doch gewusst, dass du nicht weiter. Wäre blöd, wenn nicht. Ist das hier dein Werk? Mach dich nicht lächerlich. Die Schnipsel haben alles alleine hergebracht. Sie haben die Arbeit der Wissenschaftler gestohlen und wissen alles über das Wesen. Sie wissen von ihm? Da draußen? Dem Tastendrücker? Was? Oh, das ist nicht gut. Iota, finde heraus, was die Schnipsel planen. Das kann doch nicht sein. Und schnell, bevor es zu spät ist. Ich habe die Schnipsel von diesem Außenposten beobachtet. Sie haben die ganze Zeit unter der Insel ein Versteck gebaut. Sie halten mehr Erfolg, Wissenschaftlerkollegen und Wendigos gefangen. Wenn du sie befreist, können sie dir vielleicht helfen, diesen Wahnsinn zu stoppen. Ach komm.
Ah ja. Ist klar. Ah ja. Das ist klar. Und zack. Dann schauen wir doch mal, wo es hier lang führt. Ja, gut. Vielleicht könnten wir ja aufräumen. So, gefangen bist du halt immer noch, aber hey, immerhin hast du Farbe. Ach Mann. Ist doch nicht normal. So, und Hilfe, wir sind hier oben eingesperrt. Während wir das Loch im Himmel und die Tasten studiert haben, haben wir nicht mitbekommen, was unter uns vorging. Kannst du uns runterholen? Wir müssen uns ansehen, was sie bauen, um sie aufhalten zu können. Na dann. Mitten in die Fresse. Blinke so ganz, wo es weitergeht.
Sorry. Ja, toll. Ich weiß nicht, was
Ich check's echt gerade nicht, wo es hier weitergeht. Muss ja rein theoretisch hier drüber irgendwie. Frage ist nur wie. Ein Schwachsinn. Danke fürs Versuch, hier runterzukommen. Wir werden herausfinden, was sie vorhaben. Ach so, ein Schwachsinn, ey. Ist aber halt auch mehr Zufall als alles andere, ey. Boom. Oha. Oh je, Mine. Das ist eins dieser Dinger, die das Wesen eins festhält. Die Schnipsel haben ihre eigene Tastenkiste. Sie haben bam, die Macht des Wesens gesehen. Sie möchten sie für sich haben. Sie dürfen sie nicht anschalten. Wir bam, müssen bam, sie aufhalten. Bam, bam, oder diese Geschichte wird niemals enden. Mano. Ernsthaft? Na ja, der Bendigo regelt alleine.
Ich bin frei. Was? Das ist ein Bosch-Schütze sein? Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich muss eine Studie beenden. Ganz wichtig natürlich. Oh, manchmal nervt es. Aber nur manchmal nervt es. Oh Mann. Na komm. Wenn die geregelt. Bam, bam. Ich glaube, es wird gleich eingeschaltet. Oh nein! Da komme ich sofort. In die Fresse. Ja, in meine Fresse sind solche. Ah, Mann!
Ach komm schon. Wir werden nicht aufgehalten. Wir hören nicht länger auf die Stimmen im Himmel. Wir entreißen dem Wesen die Kontrolle über die Welt. Nein. Gibt's doch nicht. Thank you.
In Ordnung, ich aktiviere die letzte Phase, aber nur weil wir alle sonst in Stücke gerissen werden. Wir haben die Kontrolle. Nein, ich habe die Kontrolle. Ich werde über diese Welt herrschen. Wir werden uns nicht mehr den Wünschen anderer beugen. Schnipsel dringen jetzt in das System selbst vor. Wir müssen dem sofort Einhalt gebieten. Jetzt? Ah. Oh nein, die vierte Wand wird durchbrochen. Ist ihm zu Kopf gestiegen. Tu bitte etwas. Ich sehe nicht ein, dass wir denen helfen. Jetzt kommt. Es hat genug Zerstörung gegeben. Die wahre Macht des Wesens ist Schöpfung. Die Stimme redet Unsinn. Das Wesen kümmert sich nicht um uns. Das Wesen macht Geschenke und hilft allen Nichtschnipseln in Not. Aber wer gibt uns, was wir brauchen? Thank you.
Du hast das gemacht für uns, aber das ist alles, was wir jemals wollten. Wie alle anderen vom Wesen angepasst zu werden. Jetzt passen wir in diese Geschichte. Meine lieben Mitschnipsel, das Wesen und die Kurier sind nicht unsere Feinde. Es war unnötig, sich alles mit Gewalt zu nehmen. Wir mussten bloß fragen. Jetzt gehören wir in diese Welt. Nur bewiesen. In Zockport und Talfalte wird man sich viele Geschichten des Kuriers und seines Wesens erzählen. Aber ihnen steht noch eine Geschichte bevor. Die Geschichte von der Lieferung des Kuriers. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie sie geht. Wir sind zwischen den Seiten. Zu viele Möglichkeiten. Wie sollen wir wählen? Sie müssen uns den Weg zeigen. Ja, das wird wohl dann der letzte Kapitel sein. Deswegen beenden wir jetzt auch hier an dieser Stelle mal die Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Away Unfolded. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.